Hey Leute, Arkham Crates erinnert stark an die von Counter-Strike GO implementierten Cases, die man mit einem Schlüssel öffnen kann. Öffnen wir eine Case, so kommt ein Display zustande, das uns einen zufälligen Gegenstand aussucht, den wir dann aus der Case ziehen. So in etwa geht es dann auch auf dem Minecraft-Server zu, mit dem Plugin Arkham Crates. Ihr könnt eigene Crates erstellen und den Inhalt dieser Crates auch bestimmen oder mit welchem Schlüssel ihr diese Crates öffnet. Aber bleiben wir erstmal beim Deutschen, statt Crates kann ich auch einfach Kiste sagen. Die User können sich via Verkaufsschild dann einen der unterschiedlichen Schlüssel kaufen. Ihr könnt so viel erstellen wie ihr wollt und natürlich auch die Items bestimmen, die der User eventuell aus der Kiste zieht. Schauen wir uns aber erstmal in der Config um, da kann ich euch besser erklären, was die ganzen Features des Plugins eigentlich sind. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr wie immer einen Link zum Plugin, ladet euch die neueste Jar herunter und fügt sie anschließend in euren Plugins-Ordner ein. Startet den Server und dann findet ihr im selbigen Ordner einen Ordner für das Plugin. Fangen wir ganz oben an, hier sind ein paar YMLs verzeichnet und wenn wir damit durch sind, zeige ich euch auch in-game, was zu tun ist. Zunächst haben wir die BuySign YML. Dort könnt ihr das Layout des zu erstellenden Verkaufsschilds ändern. Die nächste YML ist die Config. Ich werde es jetzt ab sofort immer so machen, dass ich nur die schwierigsten Dinge einer Config, egal welchen Plugins, aufzeige, sowie die Dinge in der Config, die ausschlaggebend sind für das Funktionieren des Plugins. So spare ich mir Zeit für das überflüssige Erklären und komme gleich zum Punkt, wo keiner weiß, wofür dieser eine bestimmte Eintrag in der Config eigentlich steht. Solid Background Color Falls. Ihr habt ja gesehen, dass sich das Fenster, in dem das Item ausgewählt wird, so mit diesen farbigen Glasscheiben sind das, glaube ich, dass es immer so abwechselnd ist und dass es alles so ein bisschen stylischer macht, also diese farbigen Kacheln. Das ist eigentlich das Coolste am Plugin, da andere Crates-Plugins sowas nicht haben. Aber falls ihr das nicht so wollt, dass das alles so, ja, blinkig ist, ja, könnt ihr es einfach auf True stellen, dann bleibt dieses farbige Getanze dann einfach aus. Stop Crate Opening to. Absolut keine Ahnung, auf der Plugin-Page fehlt natürlich leider der Eintrag, für was das eigentlich gut ist. Darf sich der Mammo mal wieder etwas aus der Rippe schneiden? Wenn wir das auf False stellen, dann werden keine Crates mehr geöffnet. Also nee, das Stoppen der geöffneten Crates? Keine Ahnung, also ich könnte es auch einfach mal auf False stellen, um zu schauen, was dann passiert. Aber mache ich nicht. Im Changelog steht auch nichts, also bitte ignorieren. Und falls sonst noch etwas unkleiner Config ist, gleich einen Kommentar schreiben, aber Stop Crate Opening, keine Ahnung. Dann haben wir die Crate Loot YML. Dort schreibt ihr jedes Item rein, das ihr für die Crates haben wollt. Später erst können wir entscheiden, welcher Loot in welche Crates-Kategorie kommt. Ja? Einen kleinen Moment noch, gleich kommt die Auflösung. Ansonsten seht ihr ja das Layout in der Config, wie neue Items dazugeschrieben werden. Also wir haben dann einmal den Namen des Gewinnes, die Item-ID, der Name, der in-game angezeigt wird. Dann haben wir Broadcast To, ja, für die globale Chatmeldung, dass ihr etwas gewonnen habt. Kann auch mit False ausgestellt werden. Dann die Player-Message, steht auch nicht auf der Plugin-Page, aber ich denke, dass man selbst, also nur für sich selbst, dann eine Nachricht bekommt, dass man etwas gewonnen hat. Und später in der Keys-YML kann man einstellen, was da genau stehen soll. Dann nochmal die ausgeschriebene Item-ID, ist später wichtig für das Einteilen der Key-Kategorien. Dann haben wir noch die Chance, je niedriger die Zahl, desto größer wird die Chance. Das war kein Versprecher, ich sag's nochmal, je kleiner die Chancezahl, desto größer die Chance, etwas zu gewinnen. Also wenn eine 1 steht, dann ist es ganz leicht und 100 ganz schwer. Und zum Schluss der Comment, der ausgeführt wird, damit man dann auch die Items bekommt, die man gewinnen soll. Zum Beispiel Give Player 264 10, also 10 Diamanten, die man da bekommt. Ihr könnt aber auch jeden anderen Befehl hinschreiben. Ihr könnt ja zum Beispiel einen Key erstellen, der sehr, sehr viel kostet. Und mit diesem Key könnte man, sofern der in dem passenden Crate gesteckt wurde, obwohl es eigentlich dieselben sind, wird sich später auch noch aufdecken, dann so ein VIP-Symbol gewinnt, man kann das dann einstellen, irgendwas, was schick aussieht, dass der User dann automatisch in die VIP-Gruppe verfrachtet wird, also so der Hauptgewinn, ja, wenn man das irgendwie bei euch noch auf dem Server mit Geld kaufen kann, dass man dann mit einem Key, der, ne, so und so viel Geld halt kostet, dass man dann sozusagen die VIP-Gruppe gewinnt. Könnte man auch machen, ja, und noch vieles, vieles andere. Also, ihr müsst dann nur dementsprechend auch alles anpassen, ja, und dann auch den Befehl, zum Beispiel von Packs dann schreiben, Packs Promote Player VIP oder so, ich habe das gerade nicht im Kopf. Also lässt sich also viel damit machen, wie ich finde, ja, und man kann leicht alles als Gewinn mit einbeziehen, worauf man gerade Lust hat oder was die Plugins dann am Ende hergeben.
Okay, damit wär die YML schon mal abgehakt. Jetzt so zwischendurch, ihr braucht natürlich auch ein Economy-Plugin, also irgendein Geld-Plugin. Ich habe jetzt einfach nur Essentials drauf, da ist ja Essentials Eco mit drin. Und das wird das Plugin ja einfach so übernehmen. Also ihr braucht dann am besten Vault und dann irgendein Geld-Plugin, habt ihr vielleicht eins schon auf dem Server. Und das wird dann wahrscheinlich automatisch einfach genutzt, ja. Und das wollte ich auch nur am Rande mal so sagen, weil ich das vergessen habe, hier aufzuschreiben. Okay, so, die Crates-YML ist eine Speicherdatei, genau wie die Science-YML. Dann haben wir noch die Language-Datei, dort könnt ihr alles umdeutschen, was da so steht. Und gleich kommen wir zur wichtigsten YML. Kleinen Moment noch, davor haben wir dann noch die Mob-Drop-YML. Dort könnt ihr einstellen, dass auch Mobs mit einer gewissen Prozentchance einen Key fallen lassen können. Auch hier wird dann später dementsprechend der Key-Name eingetragen oder alles ausgetragen, damit kein Mob so einen wertvollen Key droppt. Und man kann sich die halt wirklich dann nur über das Kaufschild holen, ja? Müsst ihr entscheiden, wie ihr das auf eurem Server haben wollt. Und zum Schluss die Keys-YML. Wir haben hier unseren Default-Key, ganz oben der Name. Soll er ein anderer sein? Den bitte ändern. Und in allen entsprechenden Configs dann auch. Die Namen dann auch bitte halt so ändern, dass sie wieder zueinander passen. Also das ist dann auch wirklich immer Default zu Default-Key und Gold oder wie ihr sie halt am Ende auch einfach nennt. Dann kommt der Name des Keys, der ingame angezeigt werden soll. Darunter dann die Item-Beschreibung des Keys, also die wir dann ingame in diesem kleinen lila Fenster sehen. Darunter die Item-ID des Schlüssels. Hier ist es jetzt die 131. Das ist Tripwire-Hook. Also wenn, da könnt ihr so einen Faden anbringen für Redstone-Schaltungen. Ich glaube, ihr müsst das eigentlich kennen. Schaut, dass ihr da, wenn ihr mehr als nur zwei Keys-Kategorien habt, dann auch die passenden Items verwendet. Also viele schlüsselartige Items gibt es dann doch nicht in Minecraft, aber ihr kriegt das schon irgendwie hin. Darunter Glow steht auch nicht auf der Plugin-Page, ist wohl neu dazugekommen, aber ich weiß, was es ist. Dann leuchtet das Item so, als wäre es verzaubert, also sieht eigentlich ganz cool aus und hebt sich dann auch von dem normalen Item ab, das man dann für den Key genommen hat. Ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie einen Schalter habt, dann ist es halt einfach nur ein Schalter, aber wenn er ein bisschen glitzert, dann wisst ihr schon, okay, das ist hier so ein Archon Crates Key. Dann haben wir die Win-Message. Die Player-Message, die wir dann eben in der Config besprochen hatten, das wäre dann diese hier, könnt ihr so ändern, wie ihr möchtet. Darunter dann der Loot. Alles, was in der Create-Loot-YML steht, kann dort eingetragen werden. Wie gesagt, es muss in der Create-Loot-YML stehen. Wenn ihr da einfach so ein Item eintragt und denkt, so, ja, das wird schon klappen, dann zieht das Plugin das Item nicht, ja, weil es halt in der Create-Loot-YML stehen muss. Darunter kommen dann die Einstellungen für den nächsten Key. Falls dieser teurer sein soll, den Preis stellen wir dann wie gesagt später ingame auf dem Schild ein, müssen wir dann halt nur noch einfach den Loot dementsprechend anpassen, egal was das jetzt für ein Key ist. Ne? Wenn ihr jetzt einen Default Key habt, da sind halt so Standardsachen drin, habt den Gold Key, da sind schon bessere Sachen drin, vielleicht noch ein Diamanten Key oder so, da wo dann nur die ganz, ganz tollen Sachen drin sind, der natürlich auch ein bisschen mehr kostet, ja. Okay, mal durchatmen, endlich kommt der ingame Part, also. Um eine Crate zu erstellen, ist es nicht nötig, einen speziellen Block zu wählen. Ihr könnt einfach irgendeinen Block nehmen, damit es offensichtlich ist, würde ich einen Dispenser oder einfach irgendeine Chest nehmen oder irgendwas anderes offensichtliches. Ja, einfach ein Dirtblock oder so wäre das schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Oder einfach Kennzeichen mit Schildern oder so, weil, wenn ihr eure Entscheidung getroffen habt, dann schaut auf den Block, der eine Crate sein soll und gebt /archoncrates create in den Chat ein. Mit /archoncrates remove können wir den wieder löschen. Das Entscheidende hierbei ist der Key. Es braucht keine unterschiedlichen Kisten, also wie eine Default-Kiste oder eine Gold-Kiste, sondern die Kategorie des Keys sagt uns, was für Items wir dann aus der Crate bekommen. Ja, um den User nun die Keys zugänglich zu machen, benötigen wir die Schilder. Zeile 1, AC by. In der Zeile 2, wie viele Keys ihr verkaufen wollt, also entweder nur einen oder, keine Ahnung, 10 auf einmal oder so. In der dritten Zeile den Preis und in der vierten dann halt den Namen des Keys. Voila! Und wie gesagt, wenn ihr dann einen Goldkey habt, dann geht ihr halt zu der gleichen Crate-Kiste, womit ihr auch eigentlich dann halt auch so einen Default-Key da reinsteckt. Also ihr bekommt dann halt, wie gesagt, unterschiedlich Loot, obwohl es dieselbe Kiste ist. Ich muss das am Anfang auch erstmal checken. Und dann ist, wie gesagt, ausschlaggebend, was das für ein Key ist, was ihr dann für Items bekommt. Und nochmal, voila, so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bei weiteren Fragen bitte ich um eine PN oder einen Kommentar. Ich werde es dann so bald wie möglich beantworten.
Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe und das alles gewesen ist, würde ich mal wieder wie immer sagen, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video.